Moin, moin, moin. Ich frage mich gerade, willkommen, erstmal, bevor ich mich frage. Willkommen beim erwachten Mann. Nein, wie immer, Teil 2, der erwachte Bürger, frei nach Star Wars, Erwachen der Macht. Ja, wenn so ein Bürger wach geworden ist, fragt er sich, wow, was geht denn hier ab? So, alle YouTuber, alle Facebook, vor allen Dingen alle, die nach dem Mauerfall geboren, alle, die heute Karneval feiern, heute im Jahre Anno Knack 2016, die gerade frisch aus dem Bett von Super Bowl, ja, Super Bowl 2016, haben auch wir bei Run gesehen, hundemüde. Und ich frage mich gerade, warum mache ich eigentlich die Tante Emma auf? Ja, die elektronische Tante Emma. Ja, weil ich was zu sagen habe. Ich habe was zu sagen und zwar im Teil 2. Mir fällt auf, als Person, geboren nach D-Day, sich jahrelang unterhalten mit Menschen vor D-Day, die also das Böse. Ah, Tante Emma. Ja, morgen. Es gibt die Tante Emma und es gibt die elektronische Tante Emma. Und die elektronische Tante Emma ist ja im Datennetz. Im Datennetz, da bekommt man sein Geld. Ja, wenn es gut läuft. Amazon läuft ja gut, ne? Ja. Worum es mir jetzt hier geht bei Teil 2, ihr schreit immer Volk. Ihr schreit immer Volk. Volk die Macht. Das Thema Asyl, oh, oh, oh. An alle, die nach dem Mauerbau, oder beziehungsweise nach dem Mauerfall, alle, die nach dem Mauerfall geboren wurden, sind ja heute YouTuber. Von 10 bis 27 erzählen die uns täglich, uns, die nach D-Day geboren wurden. Und wir, die mit den Eltern, die vor D-Day geboren, die schwarze Zeit der Welt, des Weltbrandes, die schwarze Zeit des Herrn aus Österreich, der von Berlin, nee, falsch, der von Bayern nach Berlin gegangen war und den Weltenbrand begonnen hat. Die Wahrheit will keiner hören, die Wahrheit will auch keiner wissen. Die Wahrheit heute ist ja genauso beschissen. Glaubt ja auch keiner. Ihr glaubt nicht, dass wir ein Bündnisprinzip haben. Ja, warum haben wir denn 16 Bundesländer? Warum ist denn hier alles unterschiedlich? Du hast heute frei, weil du in Schleswig-Holstein wohnst. Der junge Mann, die junge Dame, die in der Schule in Nordrhein-Westfalen, muss aber zur Schule, weil dort Schultag ist. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel. Die Mundart ist flächendeckend verschieden. Ein Hamburger spricht, und wir sprechen Hochdeutsch, Niederdeutsch. Der Berliner hat seinen Slang, der Ostzonale hat seinen Slang. Wir sind ein Bündnis. Mahlzeit. Die analoge Welt, die digitale Welt, ne, ja. Ich werde natürlich in der analogen Welt, in dieser digitalen Welt, immer unterbrochen. Na? Ja, als erwachter Bürger möchte ich in diese Kamera sprechen und als YouTuber, und jetzt haltet euch fest, YouTuber der ersten Stunde. Ja, YouTuber der ersten Stunde, wo das Internet noch AOL, ICQ, ja, und AOL wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Lassen wir mal die Vergangenheit da, wo sie hingehört. Meine lieben Freunde digital, bei YouTube und bei Facebook, beim Sondersender Nordrhein-Westfalen, dem Ultra-HD-WebTV, der elektronischen Tante Emma, die analog mit natürlichen Menschen im Dialog verkehrt und jetzt hier vor der Kamera in Ich-TV als Medienkanzler in die digitale Welt hineinspricht und sagt, hey Leute, was ist los mit euch? Ihr seid 13, 16, 27, sitzt vor der Frau Merkel, Bundestag, keine Ahnung, und sprecht mit ihr über Politik. Glaubt ihr, YouTuber, Facebook-Indianer ab 10 bis, naja, bis knapp 30, glaubt ihr denn wirklich, dass die euch zuhören und dass die wirklich eure Ängste, wenn ihr überhaupt welche habt, berücksichtigen? Wir, ich sage das jetzt einfach mal so, weil in meinem Ich-TV, wir, die nach D-Day geboren,
nach 45, 47 aufwärts geboren haben mit den Älteren, die in D-Day und davor geboren, also etwas mitgebracht haben von Industrie 1, 2. 70er, 80er Jahre kamen wir in Industrie 3. Computer, die Filme wurden anders, ja? Star Wars wurde anders. Die 90er, wo der Computer schon nicht mehr Green Screen, Blue Screen, sondern ins CGI gegangen ist. Ja, Special Effects in den, ab den 90ern aufwärts. Ja, da kam Star Wars 1 bis 3. Ja, und jetzt ist Star Wars 7 erwacht. Rouge One kommt 2016. Teil 8. 2017 und so weiter auch zu Weihnachten. Hat sich so ergeben, weil Star Wars eine Gelddruckmaschine ist. Ja, hier wird Geld gedruckt, wie eine Maschine. So, klack, 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 klack. Ja, ich als D-Day nachträglich geboren, habe mein Alter, sehe Star Wars, da war ich schon 20, 69. Holle, holle, holle. Wenn ich Glück habe, mit 80 sehe ich immer noch Star Wars. Mit 80 sitze ich vielleicht immer noch vor der Kamera und spreche bei YouTube, wenn es YouTube überhaupt noch gibt. YouTube gehört ja jetzt zu Google. Ja, Zuckerberg. Mit seinem Facebook, ob es das noch gibt in 20 Jahren. Die Apps. Ja, auch wir haben eine App, Ultra HD Web TV App. Wenn die freigeschaltet wird, wissen wir nicht. Oder ob es sich lohnt. Lohnt es sich überhaupt noch eine Website zu machen? Wenn wir uns schon bei YouTube-Kanal, bei Facebook uns unterhalten, das reicht doch. Ja, wir haben unsere Seiten und dann können wir uns unterhalten. Die ganzen Star Wars-Freunde, Star Trek, kann man kaum noch einen befreunden, kann sagen, ey, hast du Lust, willst du? Ja? Star Trek, Star Wars. So, wie gesagt, analoge Welt, digitale Welt. In 20 Jahren oder 25 Jahren könnte es sein, dass es nur noch digitale Welt gibt. Aber der Mensch ist analog und nicht digital. Der analoge Mensch, der alles noch mit sich selbst machen muss. Ich will hoffen, dass in 100 Jahren nicht ein analoger Mensch in irgendeinem Stuhl sitzt, mit einer Datennetzverbindung von seinen Synapsen direkt irgendwo in die Technik, egal wo, das wäre fatal. Mit Zuhilfenahme von Maschinen wurde 1969, beziehungsweise 66 schon, als junger Spund, 10 Jahre alt, gesagt, ich hätte gerne eine Firma mit einem Datennetz auf einem Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. Jugendliche in dem Alter damals involviert in Industrie 1 bis 2, gerade im Schatten der Zukunft 3 gesehen. Ab 1990 waren die Damen und Herren, die vor D-Day geboren und nach D-Day alles mit aufgebaut haben, verstorben. Den konnte man nicht mehr sagen, guck mal, ich hab das schon. 90er, im Jahr 2000, im Jahre 2002, juhu, YouTuber, AOL, ach, waren das Zeiten. Aber eins ist geblieben, seit 1947. Wir sind Bürger. Jeder Einzelne ist ein Bürger. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Volk. Wir haben kein Ein-Deutschland, wir haben nicht mehr das Reich und so weiter. Wir sind Bürger. Bürger von Nordrhein-Westfalen hat nichts in Schleswig-Holstein zu sagen, das ist so. Wir können uns hier vorne treffen. Aus Schleswig-Holstein, aus Vorporn, aus Berlin. Sobald wir uns hier treffen, sind wir auf dem Hoheitsgebiet von Nordrhein-Westfalen, was indirekt immer noch britisch ist. Und somit habe ich als Nordrhein-Westfaler mehr zu sagen, wie ihr aus Schleswig-Holstein, Vorpommern oder sonst wo, bürgerlich gesprochen. Weil das hier ist meine Stadt, die ist frei, die einzige Optionskommune. Das ist Nordrhein-Westfalen. Auch da ist schon vorsorglich der Karnevalszug abgesagt worden. Deswegen sitze ich jetzt hier vor der Kamera und spreche rein, weil es so unheimlich schön langweilig ist. Hatte natürlich schon meine analoge Kundenfrequenz, habe also schon mit denen hier philosophiert, weil das ja hier nun mal so ein elektronische Tante Emma ist. Sie wissen alle hier Bescheid. Ja? Sie klagen ihr Leid. Ich höre es mir an, versuche es digital umzusetzen. Ja, aber ich bin nicht 13 leider, ich bin nicht 16 leider und deswegen hört ihr mir ja nicht zu. Warum auch? Warum wollt ihr mir zuhören? Einem, der fast 60 Jahre an diesem Ganzen mit
teilhaben durfte, der zuhören durfte, der selbst erlebt hat, der drei Fernsehprogramme, selber die Fernbedienung war, aufstehen, umschalten, der Bildungsprogramm bekommen hat, ja, richtiges Bildungsprogramm am Wochenende. Man hat uns erklärt, wie alles funktioniert. Nicht nur Schimmick, ja, mit seiner Tierwelt, nee, nee. Man hat uns auch den Kosmos erklärt, ja. Man hat uns Physik erklärt, man hat uns Sprache erklärt. Der Computerclub, man hat uns den Computer erklärt. Also war richtig was los. Also ich meine, die Sendung haben wir uns angeschaut. Jetzt haben wir uns natürlich den Super Bowl angeguckt. Wir waren wirklich unterwegs und wollten den Star Wars Rouge One Trailer sehen. Ich weiß nicht, naja, lassen wir mal 5 Stunden aufstehen, beziehungsweise 5 Stunden vor so einem Bildschirm, dann Super Bowl in Amerika, hier in Deutschland sich anschauen. Ich bin kein Bowl-Fan, also NHL und so weiter. Ich hätte die Klamotten gerne im Sportbereich verkauft früher, aber ich bin kein Fan. Wollen wir mal klarstellen. Was hatten wir denn? Wir hatten Skateboard-Fans, NHL-Fans, NBA und so weiter. Also Sportfans gibt es ja genug. Sportfans gibt es ja genug. Ja? Und Red Bull macht es möglich für den besten Sport aller Zeiten mit der gewissen Cam auf dem Hut, neben einem, vor einem. Ach ja, mittlerweile trägt ja auch die Polizei die sogenannte Cam hier. Ne? Trägt die Polizei ihre Kamera, um festzustellen, was da so in Köln losgeht. Und in Köln wird eines Tages auch nur noch Blau-Uniformierte spazieren gehen, weil dann Karneval auch nicht mehr, ne? Gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir gewandelt werden. Also ich habe mit Glauben nichts am Hut, weder dem einen, den anderen oder sonst wie. Bin vom Glauben ab. Also ich denke an die Hoffnung, ich denke an das Universum. Mich interessiert halt, was um mich herum ist. Ich persönlich im Ich-TV würde mich tierisch freuen, wenn wir einen Weltbürger, einen WB hätten. Weltbürger. Alle einen auf einem Planeten, das Geld gut verteilt. Alle leben so, dass es gut geht. Gut. Bis sehr gut. So. Ab der Befriedigung unendlich ist ja das Böse. Wissen wir Bescheid. 1% der Weltbevölkerung hat 96% vom Weltmarktanteil des Geldes. 99% hat 4% vom Weltvermögen, kann damit umgehen. Frage, wie? Weil das 1% möchte die 4% Honor haben. Mittlerweile. Es sind hier sehr viele gekommen. Und wenn wir wirklich 10 Millionen bekommen, dann sind wir hier in Deutschland vielleicht 100 Millionen statt 89 oder 85 Millionen. Bevor die gekommen waren, waren wir 85 Millionen insgesamt hier in Deutschland. Oberbegriff. Deutschland BRD ist ein Oberbegriff. In jedem Bundesland verteilt. Auch Sylt sogar sind etliche. Ach, herrlich. Also ich mache jetzt schon mal Ende. Ist Karneval. Nichts ist los. Karnevalzug abgesagt in Mainz, hier in Hagen. Stadt Essen, Kettwig, Kupferdreh. Das sieht ja auch so dementsprechend da draußen aus. Um mich herum haben alle zu. Wie lange ich öffne, weiß ich nicht. Analoge Menschen waren ja hier. Ich mache jetzt diesen Videoclip fertig, fahre ihn hoch. Wer ihn gesehen, weiß Bescheid. Das war Teil 2 vom erwachten Bürger, vom erwachten Mann. Frei nach Star Wars, ne? Ich bin ja absolut vernetzt. Werde soeben gegrüßt. Ne? Stürmische Insel Sylt. Meine Buchhaltung hat mich gerade gegrüßt. Denn die Buchhaltung macht in Sylt Urlaub. Die Finanzwelt schreit auch schon, genannt Finanzamt. Ich antworte, während ich hier spreche, sage ihm, ja, wie viele Kunden ich schon hatte. Das nennt sich nämlich Industrie 4.0. Ich mache einen Videoclip, spreche dabei und mache hier mein Geld. Cool, ne? Ach, ja. Ich finde es toll. So. Während ich jetzt hier in die Kamera spreche, habe ich jetzt hier Umsatz gemacht mit meinem Smartphone. Mit, wenn ich Glück habe, quittiert. Ist soeben quittiert. Heute Morgen, 8.30 Uhr, hat die Telekom meinem Smartphone gesagt, danke, lieber Kunde, ist freigeschaltet. Ja, ich habe jetzt immer 3000 Fernsehprogramme, davon, HD-Programme. Ich kann jetzt fleißig HD gucken. Und natürlich gelogen ist 720p, aber ist egal, ist ein bisschen schärfer wie sonst.
Habe auch alle meine Kanäle, kann also jetzt mich bei Skype verblöden lassen, kann mich jetzt bei Big TV verblöden lassen. Freue mich schon heute Abend auf X-Factor. Ja, Scully ist wieder da und Mulder. Mulder hat zwar eine andere Synchronstimme, aber egal. Also ihr merkt schon, während ich spreche in diese Kamera, verdiene ich durch Smartphone erstens Informationen. Also Smartphone gibt mir Informationen. Und jetzt habt ihr auch die Information, wie viel Uhr wir hatten. So, wir leben in einer Informationswelt. Datennetz, das ist Industrie 4.0 im Ansatz. Die Veränderung ist der Roboter, wo alles so geht. Also, ich unterhalte mich über Smartphone. Spreche in die Kamera hinein, verdiene mein Geld. Das ist Industrie 4.0. Und ich, jawohl, ich im Ich-TV bin nach D-Day geboren. So, und was wollt ihr, Jugendlichen, bei YouTube, nach Mauerfall geboren, mir eigentlich erklären? Also die Frage könnt ihr mir mal beantworten, wenn ihr mal Lust habt. Also derjenige welche, der so einen alten Mann jetzt sich hier angeschaut hat und verstanden hat, worum es an sich ging im Ich-TV, weil es gibt ja bald nur noch Ich, kein Wir. Wir schaffen das? Geht nicht. Bin ich gefragt worden. Also Frau Merkel schafft das. Also sie schafft das. Aber nicht ich. Klar? Wir sind kein Wir. Es gibt kein Wir. Wir sind alle Ich. Jeder ist Ich im Du. Das Du ist im Ich. Ha? Schon mal drüber nachgedacht? So, keine Ahnung, wie lange ich hier sitzen werde. Heute ist Karneval. Ich weiß nicht, wann oder wie viele analoge Menschen hier reinströmen werden, den Umsatz zu generieren. Jo, wollen wir mal schauen, was da so bei rauskommt. Jo, das Leben ist hart. Wir sind härter. Ich wünsche euch einen tollen Karneval gehabt zu haben. Ich wünsche euch einen tollen NHL, NFB, Super Bowl Tag gehabt zu haben. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Ne? Mal sehen, wann ich Teil 3 mache. Heute merkt ihr, an sich gar keine Lust. Ich verdiene mein Geld, ich brauche an sich gar nicht aufstehen. Ich brauche nie aufstehen, ich kann hier mein Smartphone laufen lassen, ich lasse meinen Computer laufen. Ja, hin und wieder muss ich mich auch bewegen, indem ich was einpacken muss, weil jemand das haben will. Ne? Bisschen analog muss ja sein, ne? Auch wenn Amazon digitaler Marktplatz. Ja, ist gerade geschlossen, sehe ich. Drücke ich mal die Space-Taste und schon ist alles laut. So, macht's gut, Leute. Willkommen in der digitalen Welt. Ein Gruß aus der analogen Welt. Wenn ihr mich richtig verstanden habt, wisst ihr, was vor D-Day war, was nach D-Day war. Und ihr wisst jetzt, was nach Mauerfall war. Die Welt analog ist jetzt digital. Ja. Freude? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Lust, über AfD zu sprechen, weil ich nicht politisch bin. Ich habe auch keine Lust, über die Patex-Parteien zu sprechen, weil die AfD hat Uhu und Lösungsmittel. Mhm. Ob Patex sich lösen lässt, SPD, CDU, da braucht man wirklich Lösungsmittel. Ob ihr irgendwann mal kapiert, dass ihr die Grünen nicht mehr wählt, ich lasse es lieber. Macht, was ihr wollt. Ich schaue mir das an. Und das war's dann.